Hallöchen, heute zeige ich dir, wie man unter Linux eine PowerPoint-Folie abfilmen kann. So, jetzt brauchst du genau zwei Programme. Das eine nennt sich LibreOffice Impress. Das ist sozusagen die freie Linux-Variante von Microsoft PowerPoint. Und dann brauchst du noch ein Programm, das nennt sich VoccoScreen. So, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass je nachdem, welche Linux-Distribution du verwendest, zum Beispiel Ubuntu, dass du diese beiden Programme schon installiert hast. Wenn nicht, melde dich in den Kommentaren und dann können wir das nochmal Schritt für Schritt durchgehen, wie man LibreOffice Impress bzw. VoccoScreen unter Ubuntu installiert. Das können wir uns dann nochmal anschauen. Jedenfalls gehe ich davon aus, dass ihr diese beide oder dass du diese beiden Programme bereits installiert hast. So, jetzt haben wir hier unter LibreOffice Impress, hab ich jetzt eine Testfolie eingerichtet. Die hat eine Testüberschrift und einen Testinhalt. So, und jetzt möchte ich im Prinzip diese Folie hier nach diesen Dimensionen abfilmen und sie dann zum Beispiel weiterverarbeiten, auf YouTube hochladen, etc. Wie mache ich das? So, ich öffne dieses VoccoScreen. Jetzt ist es natürlich hier gerade ein bisschen schwierig zu zeigen, denn ich nehme mit VoccoScreen gerade auf. Ja? Das heißt, ihr seht, der Startbutton ist ausgegraut. Ich könnte höchstens diese aktuelle Aufnahme pausieren, stoppen, will ich aber nicht. Im Prinzip gehe ich jetzt einfach mit euch die Schritte durch oder mit dir die Schritte durch und ja, du musst sie dann bei dir einfach mal anwenden und schauen, ob es die gewünschten Resultate hervorruft. Im ersten Reiter wählst du Areal aus. Also bei mir ist es auf Englisch, bei dir dürfte hier Bereich stehen zum Beispiel. So, sobald du das anklickst, solltest du so ein grünes Fenster sehen, sollte sich im Prinzip ein grünes Rechteck, Viereck auf deinem Schirm zeigen. Und dieses kannst du dann so anpassen mit der Maus von oben, von den Seiten, bis dieses grüne Viereck genau den Dimensionen deiner Testfolie entspricht. Sobald das der Fall ist, sind wir auf dem ersten Reiter fertig. Du brauchst hier keine Vergrößerung, du brauchst keinen Klick, wenn du das nicht möchtest. Du kannst dir sogar einen Countdown einrichten, damit du bei dem Klick auf Start noch 5 Sekunden Zeit hast, um dich auf die Aufnahme vorzubereiten. Dann gehst du auf den zweiten Reiter, Audio. Hier stellst du sicher, dass Audio aktiviert ist, Puls ausgewählt ist und dass du hier auswählst Built-in Audio Analog Stereo. Passt, prima, weiter geht's. Hier bei den Einstellungen des Videoinhalts bzw. des Formats musst du nicht viel ändern. Du bist 25 Frames. Du nimmst das Format MKV mit LibX264 und LibMP3. Das ist in Ordnung. Lossless musst du nicht oder Lossless musst du nicht aktivieren. Hier kannst du noch festlegen, wo letztendlich das Video gespeichert werden soll. Ich speichere meine Videos immer unter Downloads. Du kannst es auch unter Videos abspeichern, je nachdem, wie du möchtest. Die unteren Dinge kannst du erstmal ignorieren. Die sind nicht wichtig. Wenn du möchtest, dass seine Webcam sich zeigt, dann kannst du während der Aufnahme zeigt, dann kannst du die Webcam hier aktivieren und wählst dann aus, wo sie denn angezeigt werden soll. Wenn alles soweit fertig ist, dann kannst du Folgendes machen. Entweder du aktivierst die oder startest die Aufnahme mit diesem Klick auf Start oder, wie es auch hier schön angezeigt ist, mit STRG plus Shift plus F10. Das startet die Aufnahme, dann siehst du diesen Countdown-Timer und wenn du die Aufnahme stoppen willst, entweder hier auf Stopp klicken oder mit STRG Shift F11. So, jetzt ist natürlich vielleicht noch die letzte Frage, ja, ich finde hier, wo finde ich denn dieses VoccoScreen und dieses LibreOffice Impress? Naja, du kannst die Dinge zu deiner Startleiste hier links hinzufügen. Ja, hierzu klickst du dann zum Beispiel auf Lock to Launcher. Also ich klicke mit der rechten Maustaste auf dieses Icon. Das ist VoccoScreen. Und wenn ich jetzt hier auf Lock to Launcher klicke, dann bleibt es bei mir in dieser Startleiste hängen. Ich weiß nicht, wie das genau unter Deutsch heißt. Da wird dann was Ähnliches stehen. Und dasselbe habe ich hier mit LibreOffice gemacht. Das heißt, ich könnte es höchstens noch vom Launcher lösen. Solltest du diese zwei Programme also hier nicht vorfinden in deiner linken Leiste, dann kannst du immer auf den Klick hier oben deinen Computer durchsuchen. Und hier suchst du zum Beispiel nach Impress, um so Impress zu starten. Oder du suchst nach VoccoScreen, um VoccoScreen zu starten. So, ich hoffe, das hat es jetzt wirklich schön gezeigt, wie man eine ja, PowerPoint-Folie abfilmen kann unter Linux. Solltest du, wie gesagt, irgendwelche Fragen haben, dann ja, lass es mich wissen auf YouTube in den Kommentaren und ich bin sehr gerne bereit, da nochmal ein Video zu drehen. Ne? Wenn es hilft, ist schön. So, das war's. Bis dann. Ciao, ciao.